Gestern waren wir noch so zuversichtlich nach dem ersten Sandtest, aber leider hat der Regen der Nacht auf der Sandburg Pfützen hinterlassen. Das Wasser läuft nicht richtig ab, deswegen mussten wir nochmal groß umdisponieren und haben jetzt einen anderen Sand für den weiteren Bau der Burg geplant. Wir werden diesen hundertprozentigen Quarzsand, den wir hier haben, auflockern müssen, denn wir haben festgestellt, dass dieser Quarzsand das Wasser nicht durchlässt. Deswegen wird es matschig. Und mit Matsche können wir also nicht bauen. Wir mussten das machen, weil mit diesem Quarzsand können wir zwar wunderbare Skulpturen bauen, aber wie gesagt, da können wir nicht mitbauen, auf gar keinen Fall. Jedenfalls nicht 16 Meter hoch.